Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Dead Cells Let's Plays. Wir sind noch im ersten Run, also quasi noch völlig jungfräulich und betreten jetzt das zweite Biom, das zweite Level, die Promenade der Verdammten. Und ab jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Das erste Level ist relativ einfach, aber es wird sukzessive schwieriger. Oh, ein Erfolg. Du hast zum ersten Mal die Promenade der Verdammten erreicht. Okay. Man kann sich natürlich ganz oft überall hochziehen, aber da zum Beispiel komme ich nicht hin. Da habe ich auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Da muss ich irgendeine Rune finden wahrscheinlich. Im Moment geht's nicht. Ganz oft kann man auch so Ketten hoch und so weiter. Ist echt cool gemacht. Ihr seht hier übrigens eine Rune hier unten. Die kann ich aber... Also das sind so geheime Verstecke, aber die kann ich nicht öffnen, weil mir da noch eine Fähigkeit fehlt. Tatsächlich. So, und die nächste... Also den nächsten Bonusraum kann ich öffnen, wenn ich glaube, ich 60 Gegner ohne Gegenschlag gekillt habe. Aber das ist schon eine Hausmarke, das habe ich glaube ich noch nie geschafft. Wobei wir jetzt schon wieder 11 hinbekommen haben, aber das wird schwierig. Werfe ich da mal was hin, dass meine passiven Fähigkeiten da mal ein bisschen Schaden machen. Und das funktioniert auch ganz gut. So, und jetzt habe ich was verloren. Zum ersten Mal, glaube ich, so richtig getroffen worden, glaube ich. Natürlich schade. Da ist ein Pergament. Gehe ich jetzt mal auf Lila. Achso, ihr seht diese Schutzschilder um die Monster herum. Das ist quasi hier so eine Figur, die da, so eine Übungspuppe oder was das ist. Die sorgt dafür, dass die Schutzschilder haben. Die muss ich dann immer zuerst sozusagen zerstören. Kiste. Eine Truhe. Oh, guck mal. Ein Sehenschlitzer 3 ersetze ich gerne mit dem Sehenschlitzer 2. Der, der jetzt da liegt, den kann ich verwerten. Das ist nämlich genau der Punkt. So, und da ist nichts mehr. Also gehen wir wieder hoch. Also ich bin ja jemand gerne, der alles umbringt, weil halt jeder theoretisch Zellen dabei haben kann. So, jetzt muss ich mich mal heilen. Das war jetzt nämlich ein paar Treffer zu viel. Ja. Ja.
Aber es gibt nichts Schlimmeres, als dass man viele Zellen dabei hat und dann stirbt. Die sind nämlich dann alle weg. Und das ist dann ein Moment, wo man gerne kotzen möchte. Wenn man große Höhen herunterfliegt, ohne zu dashen. 2600. Die Peitsche ist ziemlich gut. Die hätte ich gern. Also wenn man größere Höhen herunterfliegt, ohne zu dashen, dann ist man erstmal kurz benommen. Deswegen ist Dashen prinzipiell immer gut. Egal wie hoch der... Oder egal wie der Abstand ist, Dashen ist immer gut. Ah, die sind alle geschützt, deswegen überleben die das. Oh, jetzt sieht's... Oh, jetzt ist auch ein Elite-Gegner. Ja, okay. Das war nix. Hat leider auch keinen Lebensenergietrank mehr. Schade. Das war jetzt schade. Das war eigentlich kein so schlechter Run. Schon wieder da. Für dich scheint es nicht sonderlich gut zu laufen. Ist dir schon aufgefallen, dass sich mit jedem Mal etwas zu ändern scheint? Man könnte fast meinen, die Insel wäre lebendig. Aber das wäre ziemlich albern, findest du nicht? So, der Goldsack des toten Mannes, das ist jetzt sozusagen mein Geld vom letzten Run. Nämlich die 500. So, und los geht's. So, jetzt ist hier zum Beispiel wieder so ein bisschen Storyfetzen. Hier steht etwas geschrieben, aber es lässt sich nur mühsam lesen. Siechtum, alle sind fixiert. Hier, nicht sterben. Manchmal gibt es da noch kleine Gegenstände oder Geld oder so, wenn man was findet. Meine Lieblingsgegner sind tatsächlich die Bogenschützen, weil die nichts aushalten. Und eigentlich, wenn man aufpasst, relativ einfach auszukontern sind. Wobei ich auch an denen schon mal gestorben bin, so ist es nicht. Aber die sind schnell tot und eigentlich schießen die relativ behäbig. Normalerweise sollte da nicht viel passieren. Jetzt bin ich relativ schnell unterwegs gerade, das finde ich geil. Dann macht das Spiel echt Bock. So, da ist der... Ja, 10 Schlitzer oder nicht. Da lohnt es sich natürlich, oder da ist natürlich gut, dass man Kohle vom letzten Run hat. Da kann man relativ schnell was Neues kaufen. Blicker, man kann auch hoch. Eben. Oh, da ist ein Entwurf, und zwar ein Entwurf für das Blutschwert. Cool. Pergament. Ihr merkt schon, ich nutze nicht so oft den Bogen. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Manko bei mir. Porter-Ding. Der Bogen macht halt auch nicht so viel Schaden. Das ist einfach so. Hm.
Die 2 Minuten sind bereits überschritten, aber wir haben auch die 30 Gegner ohne Gegentreffer schon. Deswegen ist es mit der Zeit dann auch wurscht. Eisgranate, gerne. Nehme ich gerne an. Und da ist auch schon die Promenade der Verdammten. Okay. Ja gut, jetzt darf ich halt nur keinen Treffer abbekommen. Dann ist alles tutti. So, da runter mal. Ich könnte natürlich jetzt, also schlau wäre es natürlich schon. Ach, da komme ich gar nicht hoch, okay. Schlau wäre es natürlich schon jetzt zu sagen, okay, gehe ich halt rein. Jetzt habe ich die 30 Kills und alles. Warum eigentlich nicht? Wieso bin ich jetzt da runter? Ja. Tja. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Lasst uns zur Promenade der Verdammten gehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Bärenfalle, den Nussknacker, Level 4. Ich glaube, wir nehmen den Nussknacker. So, mein Freund, wie viele Zellen haben wir denn? 30. Ach ja, das Blutschwert, das könnte man mit 5 Zellen mal freischalten, warum denn nicht, komm. Und dann die Medizinfiole natürlich. Das ist jetzt das nächste Ziel. Ach, dann kriegen wir es auch gleich. Na, das ist ja nett. Was macht denn das Ding überhaupt? Das Ding macht Blutung. Und 80% Schaden gegen ein vergiftetes Ziel. Der Nussknacker hingegen macht deutlich mehr Schaden. Gerade beim kritischen Treffer. Und wenn der Gegner betäubt, eingefroren oder bewegungsunfähig ist, macht er den kritischen Treffer. Und ich habe ja eine Einführungsbombe. Dann macht er 20% Schaden, dann macht er nochmal extra Schaden gegen gefrorene Ziele und kann nicht durch gegnerische Angriffe unterbrochen werden. Okay. Und wir sind wieder bei der Promenade. Ach, wieder so ein kleiner Storyfetzen. Hier wurde eine Menge Gefangene aufgestapelt. Manche von ihnen sind schon lange hier. Einer von ihnen hält etwas. Guck, jetzt kriegen wir was. Die ausbalancierte Klinge. Bei wiederholten Schlägen erhöht sich der Schaden um 50%, landet kritischer Treffer nach 10 aufeinanderfolgenden Schlägen. Tja, ist jetzt die Frage. Das Blutschwert ist eigentlich nominal etwas besser. Schade. Eigentlich schade. Boah, aber dieser Nussknacker, der haut drauf, ey. Leco mio. Ein Schlag und du bist weg. So gehört sich das. Da unten noch was. Mit dem rechten Analogstick kann man so ein bisschen in die Richtung schauen. Oh, da ist was Besonderes. Ja, ich glaube, da muss man alle Gegner zerstören, dann kriegt man was. Genau, was ist denn das? Was ist das denn? Der Hayabusa-Handschuh, den kenne ich überhaupt nicht. Landet kritische Treffer, wenn die Gesundheitspunkte des Opfers unter 40% liegen. Keine Farbe, die höchste Stufe gilt. Plus 50% Schaden, wenn deine Gesundheitspunkte auf dem Maximum sind, schießt ein Pfeil aufwärts. Okay. Ich glaube, das hatte ich noch nie gehabt, das Ding. Das ist mir völlig neu. So, Gesundheitspunkte sind ja auf dem Maximum.
Das kann ja nur Gutes bedeuten. Oh. Dann müsste er ja jetzt hier aufräumen wie Schmidts Katze. Und so ist es auch. Das ist ja Wahnsinn, das Ding. Alter, das haut ja alles kaputt. Ja, so macht das Spiel natürlich Spaß. Noch mehr, als es eh schon Spaß macht. Oh nein, ach Mensch, das war jetzt unnötig. Schade. Ja, so Sachen, die so auf Nahkampf gehen, sind natürlich bei diesen fliegenden Viechern ein bisschen doof. So, was hast du mir anzubieten? Blutschwert, das ist alles uninteressant. Da bleibe ich doch lieber bei meiner Waffe. Ach, hier gibt es nochmal was. Doppeldolche oder der Sehnenschlitzer, aber da habe ich einen besseren. Tja. Aha, kann ich nicht hoch. Kann ich auch nicht hoch. Oh, ein Zwischenboss. Das war mal einfach. Ein Artefakt. So, mit diesem, mit dieser Rune, mit diesem Artefakt kann ich jetzt die Ranken aktivieren, die wir schon mehrmals gesehen haben. Und damit komme ich in Bereiche und in Biome vor allen Dingen, in die ich vorher nicht kam. Wieder irgendwie so ein. Da muss wieder irgendwas sein. Ach, da, genau. Alter, das geht ab, das Spiel. So. Taktik oder das. Gehen wir auf die 70%. So, da bräuchte ich Schlüssel, die ich aber nicht habe und die ich auch wahrscheinlich nicht bekomme erstmal. So, was haben wir hier? Da fällt mir die Wahl jetzt nicht so schwer. Und da ist zum Teleportieren. Aber da fehlt mir jetzt eben auch noch so ein Artefakt, mit dem, wenn ich das hätte, könnte ich da rein. So, jetzt irgendwas habe ich doch jetzt aber verpasst. Was ist denn hier unten los? Wahrscheinlich brauche ich da den Teleporter, den ich jetzt nicht benutzen konnte. Oh, das habe ich nicht gesehen.
Wie gesagt, also das Spiel hat echt so einen Adrenalinkick, muss man ohne Zweifel sagen, weil das Spiel geht richtig ab und das erinnert mich echt an Doom, also an die Neuauflage, weil das hat auch so einen Adrenalinkick, ja, wenn man spielt und das ist sehr ähnlich dazu. Gut, da komme ich ja gar nicht hoch. Was ist denn da los? Fehlt mir jetzt auch wieder irgendwas. Und wo käme ich da hin? In die Gefängnistiefen? Ah ja, okay, aber da komme ich jetzt nicht hin. Okay, naja. War ich auch noch nie. Also, ich kenne von dem Spiel auch noch nicht so mega viel, muss man sagen. Ich bin ja, was Dead Cells angeht, ehrlich gesagt noch ein Anfänger. Ich bin übrigens da an der Stelle, muss man auch mal sagen, für Hinweise, Tipps und so weiter sehr dankbar. Also wenn ich was falsch mache, was nicht weiß oder so, ihr mir irgendwie sagen könnt, wie ich da oder dort hinkomme oder brauche. Zum Beispiel, wie ich da an die Rose komme. Wie komme ich an die Rose? Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, auf jeden Fall. Ah, ein Entwurf für Spartaner-Sohlen, Sandalen. Okay, da kann man teleportieren, da komme ich nicht rein. So, ich glaube, wir sind schon quasi im nächsten Abschnitt, im nächsten Biom. Acht Minuten haben wir nicht geschafft, das 16 haben wir auch nicht geschafft. Schade. 26 Zellen gesammelt. Das reicht für die Fiole 2. So. Achso, wir müssen alle Zellen vergeben. Ja, okay. Dann machen wir Goldreserve noch. Vergeltung, 80% verursachte Schaden für 80er. Kürzung. So, wir öffnen, oder wir füllen jetzt unsere Fiolen auf 2 Stück auf. So, mit 745 gehen wir jetzt auf die Gefängnisdächer. Und wie gesagt, von Biom zu Biom wird es halt natürlich schwieriger, das. Wobei das mit den Gefängnisdächern geht auch noch. Ich glaube, das, was danach kommt, da wird es also erstmals richtig schwierig. Zumindest für unsere bescheidenen Verhältnisse. Wir sind ja erst im zweiten Run. Oh, wieder ein Zwischengegner. Ja, das war ein kurzes Intermezzo von dem Typ. Hier eine Rune bekommen und das ist jetzt auch mal eine Rune, die außerhalb des Spiels interessant ist. Da kann man nämlich den sogenannten benutzerdefinierten Modus starten. Das interessiert mich jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und noch ein Elite-Gegner hier. Schau mal einer an. Ey, das ist ja auch cool. Dankeschön. So, wir haben zum ersten Mal, glaube ich, ein Amulett gefunden. Das können wir jetzt gegen das Halsband tauschen, das wir immer tragen. Das macht Gegner, die dich treffen, werden eingefroren und Abwärtsschmetterangriffe stecken den Boden im Brand. Ja, das ist doch nett. Das nehmen wir gerne. Das ist das alte, die alte Halsfessel, die bringt uns sowieso nichts. Bei den Dächern ist es ein bisschen problematisch, weil man manchmal nicht weiß, wo man hinspringt. Boah, Froschschlag will ich nicht. Oder irgendwas? Nee.
Und deswegen kann man in die Tiefe stürzen manchmal. Das ist ein bisschen doof. Stirbt man übrigens nicht, sondern verliert dann eben Energie und startet dann wieder an der gleichen Stelle. Immerhin. Ein Pergament der Macht. Ihr seht schon, ich gehe ein bisschen auf Brutalität. Das passt auch am besten zu meinem Spielstil. Wobei ich... Es gibt so eine Elektropeitsche in dem Spiel. Wenn ich die habe, gehe ich ganz gerne auf Lila. Weil die Peitsche ist echt ziemlich cool. Ist schon ein bisschen overpowered. Aber... Habe ich ja nicht. Deswegen... ein Geheimnis entdeckt. Dankeschön. Deswegen machen wir es jetzt so. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Und jetzt bin ich... Ah ja, jetzt bin ich runtergefallen, ohne zu dashen und habe deswegen kurzzeitig das Bewusstsein verloren oder übernommen jedenfalls. Boah, schon 8000 Kohle. Das ist natürlich gut. Das ist ja richtig viel Geld. Was mir auch sehr gut gefällt, ist so die Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass hier eigentlich Hintergrundobjekte, die ja gar keine Interaktion erlauben, trotzdem beweglich werden, wenn man sie berührt. Das finde ich cool gemacht. Hat zwar keine spielerische Auswirkung, ist aber einfach Liebe zum Detail. Ja, das kann man nicht anders sagen. Oh, da ist schon der Ausgang zur Schwarzen Brücke. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt müssen wir kurz mal schauen, was hier noch so ist. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Das wäre jetzt doch ein bisschen kurz, aber egal, wir sind da. Und nur das zählt. Schwarze Brücke. Hallo. Das haben wir wieder nicht geschafft. Kommen wir nicht rein. Guten Tag. So. Die letzte Mutation. Ich kann immer nur 3 Stück haben. Ja, mal Vergeltung. So. So, Freunde, wir sind jetzt kurz vor dem nächsten Abschnitt, Level, Biom, wie auch immer. Und jetzt machen wir an der Stelle Schluss und alles weitere in Folge 3. Macht's gut, auf Wiedersehen.